Daneben auf Startplatz 2 die Helmfarbe Blau mit der Nummer 1 Nikolai B. Jakobsen für Dänemark. Dann auf Startposition 3 und Helmfarbe Rot die Startnummer 4 Michael Hertel Deutschlands. Und auf der Außenbahn die Nummer 2 mit Helmfarbe Gelb für Polen Jakub Rosicka. Wie gesagt, für Polen. Die vier eröffnen also hier unsere Veranstaltung in Neustadt an der Donau. Wir sind gespannt, wie das alles heute hier abläuft. Ja, und dazu gibt es auch einen Live-Ticker und zwar auf msc-neustadt.de. Da gibt es die Live-Ergebnisse von dieser Veranstaltung. Also auch da können Sie nutzen den Live-Ticker auf msc-neustadt.de mit den Live-Ergebnissen. Also Konzentration auf den ersten Start des heutigen Tages mit Michi Hertel auf Startposition 3 mit dem roten Helmüberzug. Das heißt, das Daumen drücken für Danny Maaßen. Auch ein sehr junger Fahrer, fährt sehr, sehr gut. Wollen wir hoffen, dass er sich durchsetzen kann. Also meine lieben Zuschauer, Daumen drücken für Team Deutschland. Mit Damian Pavlicek und
an, was der ist hier an der Spitze. Auch dann was in Führung in diesem Lauf von diesem Internet. Wir versuchen hier noch ranzukommen, hier in der letzten Ecke reicht das für Dani Maas, das wird ganz knapp dauern. Genau wie das hat hier rein. Martin Smolinski. Thank you.
bleibt da ganz innen an der Begrenzung England an der zweiten. Also Daumen drücken für Sandro Wassermann. Wir müssen den Nuller wieder ausbügeln. Schafft es Sandro oder nicht? Drei Fahrer geben sich alles. Dahinter England und Dänemark. Ja, das Weg hier für Sandro Wassermann, die Auswahl gleich. Position 3, Helmfarbe Rot, Martin Smolinski, Deutschland. Und auf die Ausbahn, Helmfarbe Blau, Matthias Nielsen für Dänemark.
Also, jetzt wären ein paar Punkte mal wieder ganz in Ordnung und wir unterstützen den Martin natürlich jetzt lautstark, dass es wieder klappt. Wie gesagt, das ist ganz nah zusammengerückt. 12 Punkte Deutschland, 12 Punkte Dänemark, 11 Punkte Großbritannien. Ja, durch die 2-0 Runden hat sich das Ganze entsprechend verschoben. Thank you.
jetzt heißt es Daumen drücken für Danny Maaßen. Auch ein sehr junger Fahrer, fährt sehr, sehr gut. Wollen wir hoffen, dass er sich durchsetzen kann. Also meine lieben Zuschauer, Daumen drücken für Team Deutschland. Helmüberzug.
Tribane Lauf ist abgebrochen, da hat sie erwischt. Hellfarbe Gelb, Jakub Osicka, der Pole, der hier abgestiegen ist. Und auf der Außenbahn Hellfarbe Weiß Alfie Boutel für Großbritannien. Geht's. Ganz leicht anzutropfen. Ich will hoffen, dass es nicht anfängt zu regnen. Jetzt heißt es Daumen drücken für Martin Smolinski. Kann er wieder den Nuller ausgleichen? Vielen Dank, ja, Martin. Ja, liebe Freunde, das war natürlich auch drin. Ich glaube, das denkt er auch, Martin. Aber wir sind guter Hoffnung. Ja, hoffentlich.
klappt es jetzt besser nach seinem Ausfall für Sandro Wassermann, dass er den einen oder anderen Punkt hier mitnehmen kann für das deutsche Team. Daumen drücken für Sandro. Oh, das ist es. Eine Runde hat er noch Zeit.
Kommissar für das polnische Team. Startposition 3, Helmfarbe Rot, Martin Smolinski, Deutschland. Und auf die Außenbahn, Helmfarbe Blau, Matthias Nielsen für Dänemark. Also, jetzt wären ein paar Punkte mal wieder ganz in Ordnung und wir unterstützen den Martin natürlich jetzt lautstark, dass es wieder klappt. Wie gesagt, das ist ganz nah zusammengerückt. 12 Punkte Deutschland, 12 Punkte Dänemark, 11 Punkte Großbritannien. Ja, durch die 2-0-Runden hat sich das Ganze entsprechend verschoben. Also Daumen drücken für Sandro Wassermann. Wir müssen den Nuller wieder ausbügeln. Schafft es Sandro oder nicht? Fahrer geben sich alles. Jetzt bin ich gespannt, da
Linkfußer weit nach außen. Und daher kommen alle. Ja, liebe Zuschauer, Saisonstart ist natürlich auch Beach, Balkon und Terrasse. Unser umfassendes Angebot lässt keine Wünsche offen. Ob Muttertag, Beach und Balkonsaison, unser Vollsortiment bietet zu jedem Zeitpunkt Top-Qualität zu konkurrenzlosen Preisen. Einkaufen, wo die Pflanzen wachsen, Ihre Gärtnerei Fröschel, Guttenberger, Neustadt, Donau in der Herrenstraße 17. Auf geht's, Martin. Martin ist in Führung. Und dahinter wird beinahe gekämpft. Rote Flagge, Abbruch. Oh.
Also wie schon geschrieben, der Lauf wird nicht wiederholt. Jetzt findet der Gedächtnislauf statt. Mit dabei unsere Nummer 84, Martin Smolinski, England, Kenneth. Auf geht's! So, jetzt bin ich gespannt, wer sich diesen Sonderpreis hier noch abholt. Es gibt ja eine Geldprämie dafür. Was für ein Geld! Vor der Helmfarbe weiß Jakobs. Nielsen dann an der dritten Position. Und dann wird Jakobsen, Nielsen. Für Martin Smolinski die Helfbarbe gut aus diesem Lauf. Ja. Und unsere Teilnehmer, die verabschieden sich jetzt von Ihnen, zeigen noch ein paar Kunststücke, liebe Freunde. Ja, wir haben natürlich unseren langjährigen Rennleiter hier in Neustadt an der Donau nicht vergessen, den Martin Burger. Und der hat ja vor Jahren seiner Zeit als Rennleiter hier sozusagen einen Speed-Event-Bewerb auch einmal eingeführt hier in Neustadt. Und ja, das waren unsere Freunde jetzt in Gedenken an Martin Burger. Noch einmal ein paar Show-Einlagen unserer Teilnehmer des heutigen Tages. Da bekommen wir mit Sicherheit noch einiges zu sehen. Applaus gibt's für unsere Fahrer. Martin Smolinski, 15 Punkte beigetragen zur deutschen Mannschaft und dann diesen abschließenden Lauf auch noch für Sie entschieden, liebe Freunde. Spaß!